Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Programmierübung. Wir sind ja gerade eben unterbrochen worden. Der erste Teil wäre doch ein bisschen lang geworden. Deshalb habe ich mich dann eben doch entschlossen, das in zwei Teile aufzuteilen. Gut, dann starten wir direkt wieder die Emulationsumgebung. Soweit sind wir gerade gekommen. Wir hatten das Programm fertig programmiert und ich kompiliere es sicherheitshalber noch einmal. Okay, und lade es dann auf den Emulator. Und dann können wir das Programm testen. Und zwar, hier sind schon die beiden Ports geöffnet. So, die beiden Ports sind schon mal da. Und ich starte mal das Programm. Die beiden Ports sind auf 0 gesetzt. Und das Programm wartet jetzt auf eine Tastatureingabe. Und solange habe ich Zeit, hier meine Parameter zu setzen. Ich setze mal den Radius auf 1. Und die Höhe auf 5. Und gehe dann mal wieder in die serielle Schnittstelle, drücke auf Enter und guck mal nach, was rauskommt. Umfang ist gleich 6, behauptet er. Okay, der Radius war 1, der Radius war 2πr. 2 mal Pi, 2 mal 3 sind 6. Stimmt also, die Fläche sind 3. Fläche war πr Quadrat, r war 1. 1 zum Quadrat bleibt 1. Und das Ganze mal Pi, also mal 3, gibt 3. Das passt also auch. Und wenn ich das Volumen berechne, dann muss ich die Fläche mal die Höhe nehmen. Also 3 mal 5, das sind 15. Stimmt also auch. Gucken wir mal, dass das Ganze kein Zufall war. Ich nehme mal einen Radius von 3 und vielleicht eine Höhe von 4. Und starte das Programm nochmal. Okay, dann setze ich alles nochmal auf 0, dann nochmal der Radius auf 3, die Höhe auf 4 und dann drücke ich auf Enter und dann mal sehen, was rauskommen muss. Der Umfang war 2πr, 2 mal Pi, also 2 mal 3 sind 6, mal r, 6 mal 3 sind 18, Umfang sind 18, stimmt also. Die Fläche ist πr Quadrat, r war 3, 3 zum Quadrat sind 9, das Ganze mal Pi, also nochmal mal 3, sind 27. Das passt also auch. Und jetzt müsste noch 27 mal 4 108 ergeben und das stimmt auch. Das heißt, unsere Funktion funktioniert schon mal soweit ganz gut. Aber wir gehen mal in den Source Code rein. Wir können eventuell noch einige Sachen optimieren. Und zwar, wenn ich mir unten die Funktionen angucke, int Umfang, int Radius, dort definieren wir zunächst einmal eine Variable u und setzen dieser Variablen u gleich 2 mal 3 mal Radius und geben dann das Ergebnis so zurück. Das brauchen wir eigentlich nicht über diesen Umweg zu machen. Wir müssen keine Variable u definieren, sondern wir können auch direkt etwas zurückgeben, was wir dort berechnen. Das heißt, wir können sagen, wir geben 2 mal 3 mal Radius zurück. Und das machen wir mal so. Ich kopiere das dann mal rein. Und dann brauchen wir nämlich die beiden Zahlen gar nicht. Und das machen wir mit Klammern. Und kompilieren das Ganze mal, nur mal um die Syntax zu checken. Okay, das funktioniert also. Das heißt, wir können direkt den Parameter, den wir übergeben bekommen, direkt nutzen, direkt berechnen und dann das, was wir berechnet haben, direkt zurückgeben. Das machen wir hier direkt auch mal. So. Das heißt, wir nehmen nicht die Variable f dafür, sondern geben sofort das zurück, was wir da berechnet haben. Und dadurch werden die Funktionen schon etwas übersichtlicher. Und das kann man hier auch machen. Int Volumen. Da haben wir zum Beispiel die Fläche berechnet und haben hier das f zunächst einmal benutzt, um das Ergebnis zwischen zu speichern. Das nehmen wir hier mal raus. Und berechnen das Volumen
direkt aus dem Ergebnis, was wir aus Fläche bekommen, mal die Höhe. Das heißt, wir brauchen das, was wir über die Funktion Fläche errechnet haben, nicht erst zwischenzuspeichern, sondern können im Prinzip sofort damit weiterrechnen. Ich kompiliere das Ganze mal. Okay, das funktioniert auch. Und das, was wir jetzt hier natürlich berechnet haben, das können wir auch schon direkt zurückgeben. Wir brauchen auch gar nicht dieses Volumen zwischenzuspeichern, sondern geben direkt das, was wir dort berechnet haben, also Fläche von Radius mal Höhe, geben wir sofort zurück. Okay. Gut, das kann man also direkt machen. Das können wir natürlich auch direkt hier in dem Printf machen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt erst U berechnen und dann anschließend über Printf diese Variable U wieder übergeben, sondern wir können direkt sagen, okay, wir machen innerhalb des Printfs direkt auch die Berechnung. Genau das gleiche für die Fläche. Oder auch fürs Volumen. Und dann brauchen wir diese Variablen auch nicht mehr. Und wir brauchen diese drei Variablen hier oben auch nicht mehr. So. Kopieren das Ganze mal. Okay, und das Ganze sieht schon ein wenig übersichtlicher aus. Also so kann man auch die Funktionen erstellen, indem man vielleicht am Anfang erstmal hingeht und die Funktion etwas umfangreicher programmiert, als man sie eigentlich später definieren möchte. Und versucht zunächst einmal das Programm so zu programmieren, dass es funktioniert, und geht dann anschließend hin und kann dann das Programm optimieren, indem man vielleicht dann doch einzelne Schritte zusammenfasst und vielleicht auf manche Variablen verzichtet.